Was geht ab, Moin, liebe Leute? Moinsen! Du hast es drauf, mit den Händen drauf. Danke, Mann. Du sagst ja auch mit dem T-Shirt. Heute, was haben wir Spannendes geplant, Jungs? Heute wollten wir einmal einen Tag leben wie Markus Rühl, beziehungsweise ein Training machen und seinen Thunfisch-Protein-Shake trinken. Sein Leg-Workout auch noch, damit wir solche Oschis bekommen. Wie ich? So, nein, ich trainiere nie Beine, deswegen wird es umso interessanter für mich. Aber die beiden Jungs haben ja noch dickere Beine. Ja, dicker. Voll dick, dicker. Das zwischen den Beinen ist bei denen auch. Sehr dünn. Das ist sehr dünn. Okay. Auf jeden Fall, ja, wird funny, weil Beine, ihr wisst, Beine ist nicht unsere Stärke. Wir hassen Beine über alles und sein Beintraining ist anscheinend die Hölle. Aber sagt ihr, ihr könnt das? Ah, das Ding ist, er macht irgendwie so 50 Wiederholungen oder sowas. So aber egal, schwer und falsch wird trainiert, also das wird schon. Let's go. Ja, also, ab ins High Five jetzt. So Leute, wir sind jetzt im Gym, eben nach seinem Beintraining nachrecherchiert und das meiste haben wir auf TikTok gefunden. Das sind meistens immer drei Übungen gewesen. Erstmal Beinstrecker, Beinpresse und dann Beinbeuger. Die erste Übung erstmal Beinstrecker, 8 Sätze, 6 bis 20 Wiederholungen. Kennt ihr diese Leute, die Beine trainieren, aber dann schon Armpump haben? Genau so einer ist er, Digga. Was ist mit euch beiden? Ich bin schon schüchtern, du nicht, Mann. Du nicht. Guck mit dir mal diese Adern an der. Wollen wir lieber zwei besetzen, weil du größer bist, dann müssen wir das nicht immer umstellen. Alles gut, ich hab keinen längeren Schwarz. Alles an dir größer ist als bei uns. Also, das Ding ist, die Rap Range war 6 bis 20 Wiederholungen. Ja. Was ist das für ein Scheiß, Digga? Heißt jetzt, dann mach ich nur 6. Warm it up, man. Okay. Erstmal sagst du, wie viel Gewicht machen wir? Sag 50 Kilo erstmal. 50 Kilo? 50 Kilo? Wie viel Dings haben wir überholen? 15, 20. Okay. Ja. Wir versuchen, glaube ich, immer 20, wenn es nicht geht. Dann machen wir so viel, wie es geht, oder okay. Nicht? So. Machen wir. Und mindestens 6. Mach nicht mal im richtigen Training 50 Kilo, 20 Kilo. Ja, ja. Eins. So. Wenn du von jedem ganzen Sätze einsetzen. Normal. Ey, Jungs, Digga. 8 Sätze sind. Ey, das ist so noch schlimm. Ich dachte bei 12, ey, bist du dumm, Digga? Niemand bei 20 Wiederholungen. 50 Kilo ist zu viel. Aber egal, mach die Welt sehen. So, sagst du, es wird einfach? Nein, weg ist schon was. 18. 19. Ich bin gekommen. Das mit dem langsam runter, das war wohl nichts, ne? Lass mal lieber schwer und falsch. Boah, ich hab so Angst, Mann. 8 auf 6 Schuss. I like it, man. Richtig. Ich kann gar anders. Digga, diese Coin, Alter. 4, 18, komm. Komm, 19, 20. Oh. Einfach. War easy, Digga. Bei 6 dachte ich mir tschüss. 7, 6 nur noch. Let's go. Falsch ist dein Motto, ne? Also, wenn ich jetzt am Ende ein bisschen verkackt, ist egal. Ja, ja. 1, 2, 3. Yeah. 4. Yeah. Ja. It's burning. Ah. Komm. Ja, Mann, Digga. Weg. Let's go. Weg. Oh ekelhaft, ne? Ekelhaft. Das brennt wie. Als ob die on fire sind, Digga. Ich glaube, mein Beine sind zu. Oder? Ich schwöre, ich bin Pause. Zu. Jetzt ist genug Pause. Digga. Come on. Höchstens noch 3 Übungen. 2. Rein damit. 4. Ja. Oh. Oh. Oh mein Gott. Ich hab einfach mit einem Satz abzustellen. Ey, noch 6 Sätze. Ich sage euch jetzt schon, Freunde, ich bin sowas von zu nach dem ersten Satz. Beine ist echt nicht meine Spezialität, aber ich ziehe das voll durch. Ja, Beine ist deine Spezialität. Weil Simeon Panda ist mein Onkel. 18. 19. Komm. Ja. Komm. 18. Easy. 19. Keine Schwäche zeigen. Schon beim ersten, jetzt dritter Satz. Dritter Satz und die ersten fangen an zu schwächeln. Was ist hier los? 18, 19. Digga,
Digga, das ist so asozial, Alter. Ich hasse ihn. Ich hab ihn noch nie gesehen, aber ich hasse ihn. Ich wollte den unbedingt. Oh, bei Hälfte kann ich schwächeln, also nächster Satz. Ich bin ehrlich, jetzt. Ich schaff keine 50. Also 20 Millionen. Doch, du musst wollen. Du musst wollen. Sag nicht, dass du nicht schaffst. Das ist recht, Leute. Das ist der Wille. Das ist der Fokus. Der Wille in dir, komm. Eins, komm. Komm, komm, komm. Oh mein Gott. Ich hab ihn auch bekommen, Digga. So. Das ist ein typisches Problem bei dir. Das ist nicht das erste Mal, ne? 18. 19. 20. Easy, Digga. Ich kann jetzt nach Hause gehen, Digga. Oh mein Gott. 3. 4. Das war der letzte, wo ich 20 gemacht habe. 100%. Ah! Das tut erst beim Rausholen weh, Digga. Ja, okay. Oh. Kurz vorm Kampf. Halbzeit, Digga. Jetzt noch 4 Sätze. Ich kann nicht mehr. Ich krieg gleich einen Kampf. Ich schwimm alles. Also es fühlt sich schon so an, als ob die so sind. So wird sie auch. Nee. Leider nicht. Okay. Let's go. 5. Satz. Oh. Komm. Ah. Beiß. Komm. Go. Oh mein Gott. Waren das 20? Ja. Alter! Aber ich brauch Pause. Du musst jetzt mithalten. Bei 15 denkt man sich echt, Game over. Ich muss ja, es mehr sein. Jetzt aber noch 5. Katastrophe. Das ist schon gefühlt ein Ausdauertraining, ne? Also, ja, ja. Ich trainiere nicht mehr im Hypertrophiebereich, sondern im Ausdauerbereich. Sagst du aber jetzt, du schaffst es? Ja, ich hoffe. Oh, Digga, das kann nicht gesund sein. 18. 19. 20. Easy, Digga. Ah, Digga. Oh. Es ist ekelhaft, ne? Es ist richtig ekelhaft. Jetzt kommt der Schmerz erst. Ja, 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 wenn man rausgeht, dann... Das ist so wie Schärfe, Digga. Es kommt erst so nach der Zeit. Ja. Das ist kein Fun-Fact, aber ein Fact. Wenn Leute Steroide nehmen. Ich will nicht sagen, dass Markus Grün auf Testo ist, ne? Ich schon. Was ich gehört habe, habe ich mal in einem Podcast gehört, dass sich Schmerz gut anfühlt. Durch echt? Testo. Glaubst du, die kriegen Schleifen? Was? Hä? Du meinst doch gerade, fühlt sich gut an. Also es ist nicht dieses eklige und es, okay, es ist ein angenehmes Gefühl für die Leute. 18, 19, 20. Hätte ich nicht gedacht, aber so langsam geht's sogar mir. Ah Mann, genug Pause. Meine Pause ist eure Pause. Ich weiß, hab ich schon verstanden, aber los jetzt, ich will diese Pause nicht haben. In der Pause machen meine Beine zu. Ja. Ah. Ey, das ist nicht mehr schön. Das ist nicht mehr schön. Warum? Weil es weh tut. Weil es wehtut. 18, 19, 20. Komm, letzter, komm. Bro, das war schon nicht mehr, komm. Das war... Oh shit. War das bis jetzt der härteste? Bis jetzt, ja. Es wird immer härter, Bruder. Also nicht die Sätze, ne, sondern... Bruder, die Leggings passt dir einfach nicht mehr. Ich sag Leggings, bitte. Das ist jetzt Leggings geworden, Digga. Oh. Oberschenkel sind da. 80, 19, 20. Ja, easy, Digga. Ich wär noch falsch. Ja, Digga, bei 10 Minuten Pause würde ich auch machen. Was ist das denn, Digga? So ein kleines Mädchen. Du musst nicht drüber reden. Ey, ungelogen, es ist unmöglich. 18, 19, komm! 20. Oh mein Gott. Langsam spüre ich den Schmerz nicht mehr. Ist weg, ne? Sobald man einmal die Grenze überschritten hat, ist vorbei. Das ist wie beim Marathon. Irgendwann spürst du Beine nicht mehr. Digga. Und dann kannst du auf einmal laufen. Aber irgendwann fällst du dann einfach runter. Ich brauch kein Muskelgefühl mehr. Ja, ja, ich auch nicht. Komm, Nums, vorletzter Satz. Full motiviert. Oh mein Gott, Digga, ich spüre nichts mehr, Jungs. Ich bin raus. Aber warum hältst du deinen Fuß? Arm, Bizeps, auf einmal tut alles weh. Oh mein Gott. Ey, nicht da, Mann. Aber warum lächelst du noch? 18, 19, come on. Stark, Junge, stark. War's. Das war's, ich bin an meinem Limit angekommen. Ein Satz noch, ein Satz gleich noch, ein Satz noch. Ein Satz noch. Ey, abbrechen,
ist das Schlimmste. Ja. Wenn du aufhörst, dann bist du Matsch. Weil dann kommst du nicht nochmal hoch. Ich bin vorbei. So, 7 Sätze hat jetzt jeder von uns. Mit 50 Kilo, 20 Wiederholungen hat es jeder geschafft. Das ist jetzt geisteskrank. Das ist geisteskrank. Das ist der letzte Mal. Du willst es, Mann. Ich hab das schon oft gehört. So, wenn man echt viel Schmerz hat, ab irgendeinem Punkt kommen auf einmal so Glücksgefühle. Das hab ich gerade. Komm. Go. 18. Ganz zwing. 19. Komm. Warte. Ja. Okay. Ey, ich spüre nichts mehr. Ich habe keinen Schmerz mehr gespürt. Es war einfach nur, ich hatte keine Kraft mehr. Wollen wir kurz checken, ob du nicht spürst? Ey, ich spüre nichts mehr. Das war geil. Das war geil. Irgendwie schon. Okay. Aber das reicht dann auch für heute. Also, ich könnte nichts mehr machen. So, Num, dein letzter. Yes. Gibst du noch mal alles? Ja, musste. 20 Minuten müssen. Okay. Wird schwer. 18. 19, push! Oh, Digga, ey. Ich kann nach Hause gehen, Jungs. Du hast es gemacht, Bruder. Ich kann nach Hause gehen. Wie kommst du überhaupt so weit runter, Digga? Oder das war's, Digga, aber Respekt. Ich zieh das jetzt so durch. Hast du noch was zu sagen? Ich mach das Gerät platt. Ich scheiße jetzt auf alles. Scheiße auf alles, komm. Ich gebe ihm richtig dieses. Last set, best set. Push it. Let's run. Let's go. Doch. Schmerz ist gut. 18. 19. Komm. Stark, Digga. Grüße an Markus Rühl. Nee, Mann. Stark, ich bin stolz auf dich. Strong. So. Dachte schon, du lässt mich hängen. Kommen wir auf dein drittes Bein zu sehen, eigentlich? Oder? Ups! Ups! Okay, ich bin stolz auf euch, Jungs. Jetzt können wir nach Hause gehen. Jungs, alles gut? Alles gut? Ich fühle mich so, als würde ich von Arsch genommen worden. Ey, ich krieg ehrlich fast weg, ne? Ihr denkt, ich mach Spaß. Ich krieg weg. Jetzt kommen wir zur nächsten Übung. Und zwar ist das die Beinpresse. Das sind 3 Sätze, 20 bis 30 Wiederholungen. Ey, aber 3 Sätze noch. Das Ding ist, jetzt nicht Ausrede, es fühlt sich an, als ob irgendwas gerissen ist bei meinem Bein. Noch von der Football-Challenge. Da habe ich mich damals für eine Zerrung oder so geholt. Genau das ist jetzt wieder. Kalecke. Aber egal, 3 Sätze, 20 Wiederholungen. 3 Sätze, 20. Wir machen 30 Wiederholungen, ne? Die obere Rap-Range. Dann erstmal 120 Kilo. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. 20 bis 30? Ja. 30 Kilo, Digga! Das ist nicht so viel, das ist nicht so viel. 120 Kilo, das bin nicht mal ich. Guck mal, du musst dir denken, wenn ich jetzt einen Squat mache, also runtergehen. Alles aus. Echt, oder? Mach, alles gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eins, zwei, zehn. Ey, bist du dumm? 30 komm, komm. Oder? Dann mach 20 erstmal, komm. Ja. Yeah. Digga, deine Arme sind einfach pumpt, Digga. Schüss, ja. 8, 9, komm. 10. Ah, Digga, bist du behindert? Zwei, okay. Ey, ungelogen, dass es nicht geschauspielert hast. Das Ding ist, ich rate euch. Macht eure Füße ein bisschen weiter oben. Und wenn ihr weiter unten macht, ist wieder hier. Quatsch jetzt. Wenn ihr weiter oben macht, ist mehr Arsch. Digga, deine Arme, Alter. 20. Mama. Dein Gesicht. Ich hatte ja. Das Ding ist, sag nicht zur Ausführung, wir kommen nicht richtig tief runter. Das ist unmöglich, Digga. Digga, was zur Ausführung, Digga? Schwer und falsch. Schwer und falsch ist heute Topic. Ja. Topic of the day. Jetzt weiß ich aber auch, warum er das sagt. Jetzt weiß ich auch, warum. Das macht anders gar keinen Sinn bei seinem Training. Weil er auf Test ist. Das haben wir jetzt nicht gesagt.
komm nicht rein. Was? Kommt nicht rein. Oh mein Gott. 30 Wiederholungen, komm. Nein, nein, das ist zu viel. Guck mal bitte zwei Platten runter. Mal bitte. Ich schwöre, ich kann nicht. Ich würde machen, aber ich kann nicht. Das ist zu viel. Nein, nein, ich will nicht verletzen. Jeder nur so viel er kann. Ne? Nicht auf Ego, ja. Sonst wird's verletzt. Nicht schwer und falsch, ne? Komm, dann machen wir leicht und falsch. 18. 19. 20. Verpiss dich. Ich glaube, ich spuck Blut. Ich glaube, ich spuck Blut. Ey, nein. Eigentlich wollten wir nur den Thunfisch-Shake von Markus Rühl trinken in diesem heutigen Video. Ja. Dann kam dieser Vogel, Digga. Heute Morgen auch richtig spontan. Hä? Bock doch gar nicht, lass uns ja, das Mann. Training und den Shake machen. Das hast Daumen du doch, Digga. Daumen hoch für diese gute Idee. Das hast du doch. Daumen hoch für diese gute Idee. Aber ich will kurz sterben. 3, komm. Komm. 2, komm rein. 1, 1, 1, 1, 1. Easy, easy, Digga. Perfekt. Oh danke, Junge. So laut geworden ist. Digga. Das ist crazy, Mann. Ey. Nie wieder mach ich diese Scheiße. Ich hasse dich. Jetzt bin ich wieder schuld. 6, 7, 8, 9. Einfach Gott, warum du Sex hat er mit drin. Willkommen. Ey, nur noch ein Satz. Ich bin so glücklich. Ich nicht, ich muss noch zwei. Das ist Cardio, Digga. Mein Herz macht das mit. Ich schwör's dir. Zuschauer, es geht so. Es geht so auf meinen Kreislauf. Ja, ja. Come on, Steven. Mach das kurz. Ey, warte! Oh mein Gott, das hat so viel. Was ich glaube, ich hab Zerrung. Was? Ich glaube, ich hab schon Zerrung. Was? Ich glaube, ich hab schon Zerrung. Ich schwöre. Ja, ich will ja arbeiten, hab überall. Nice. Ich komm nicht raus. Ich glaube, ich hab hier was. Ey, ich mein's ich glaube, ich muss auch weg. Was? Ehrlich? Was ist da? Das Krampf? Ich weiß nicht, was das ist. Egal, ich versuch. Okay, aber wenn es nicht geht, dann. Du musst nicht, ne? Mach. Ja, alles gut, alles gut. Okay, das ist, glaube ich, nur. 1. 2. 3. 4. 8. 9. Easy. Easy. Stark, Junge. Hölle, ne? Eigentlich bin ich ja dieser lustige Ha-Ha-Ha-Typ. Das hat nichts mehr mit Ha-Ha-Ha zu tun. Sieben kennt keinen Spaß mehr jetzt, Digga. Kein Bock auf diesen Satz, Digga. Krampf. Ah, okay. Nun zieht's durch, der letzte von ihm auch. Am Anfang, Digga, warum macht er nur 3 Übungen? Jetzt weiß ich, warum er nur 3 Übungen macht. Ey, nix lesen von oder Ausführungen, Digga, was ist mit Scheiße? Das ist so Hasengefickt, das bringt natürlich gar nichts, ja? Mach das einmal nach, dann bist du hier, Digga. Bist du sauer? Du bist sauer. Ich hab seit 10 Minuten nichts von Steven gehört. Are you ready? Einfach nicht lustig. 1, 2, 3. 18. Stark, Junge. 21. 23. Die 4 machst du noch. Komm. 1. 2. 3. Digga, woher diese Kraft auf einmal? Ist es drin? Ist nicht drin. Ist es drin. Ich bin super Saiyan geworden. Boah, Digga. Stark. Das ist ja nicht stark. Er war an seinen Grenzen, er hatte keinen Bock mehr. Und dann hat er den letzten Satz. Im wahrsten Sinne des Wortes, last set, best set. Ja, Mann. So, Freunde, kommen wir dann nun zur letzten Übung. Beinbeuger im Liegen. Krampf noch? Ich krieg einen Krampf, 100%. Wir machen 6 Sätze, 10 bis 20 Wiederholungen. 6, 4, welches Gewicht? 30 Kilo? 30 Kilo, komm. 40. Jetzt bin ich auf einmal motiviert. 40. Ach, den Beatdrop. Man darf Musik eh nicht einblenden. Das ist das. So, aber macht jetzt 30 Kilo.
20 Wiederholung, 6 Sätze. Der Satz war noch okay. Ich spür gar nichts mehr in den Beinen, Digga. Ja. Digga, ich hab echt das Gefühl, das Gewicht ist egal irgendwie. Ja, ne? Das ist so dieses Durchhalten bis zum Ende. Ey, hier zu liegen tut so gut. Es tut so gut, hier zu liegen. Oh, mach es. Ich will schlafen. 18. 19. 20. Ja. Am Anfang hat diese entgegengesetzte Bewegung richtig gut getan. Ja, auf den, ne? Aber ja. So nach 10 Wiederholungen denkst du dir, ja, genau die gleiche Scheiße, Digga. Genau das kommt nicht auf. Also, ja, den Muskel habe ich noch gar nicht spüren. Da ist Power. Aber da ist kurz vor Kraft, Digga. Hey, Jungs. Er ist hoch. Er ist hoch. Ich bin tot. 5 Sätze noch. Aber nur 40 Kilo dafür. Ja. Echt? Ja. Ich bin direkt dabei. Was denn? Mehr Gewicht, weniger Wiederholung. Let's go. Let's go, baby. Let's go, baby. Die ersten beiden Sätze dachte ich entspannt. Das ist okay noch. Ja, ja. Aber ab dem dritten. Ja, das ich kann nicht mehr auftreten. Wenn ich auftrete, dann zieht das so hoch. So. Das ist schon echt ekelhaft. Ich glaube auch, das sind eher die Wiederholungen als das Gewicht. Ja. Was ist los? Oh, Digga, hier reißt irgendwie so ein Band oder was, Digga. Ich schwör, genau das hatte ich auch. Oh, Bänderriss, safe. Muskelfaserbänderriss. Ja! Ja! Back to the game! Back to the game! Ja! Ey, der hat mir so Energie gegeben. Wie viel hast du jetzt gemacht? 12. 40 Kilo? Nein. Was war das für ein Klatscher, Junge? Ey, Gott, das üben wir nochmal. Ich hab gezählt, ja. Digga. Das war ein richtig schwacher Arschklatscher. Die hat mir Energie geraubt. So ist das. Ey, es ist viel einfacher. Ja, ne? 10 Wiederholungen, ja. Gewicht. Yeah, man. I like that. So, wir sind jetzt fast durch. Letzter Satz von jedem noch hier. Ich freue mich so hart, dass es der letzte Satz ist, Digga. Komm, 20 Wiederholungen mit dem Gewicht. Komm, komm, jetzt wollen wir das come on. Sehen. Das come ist on. Eine Ansage. Komm, die letzte Runde. 18. Rein. 19! Ja. Einer, komm! Einer! Ihr habt mich so lang gebracht, Digga! Ich hätte den geschafft! Ja, ja, ja! Ich schwör! 16! 18! 18! Dann! Irgendwann wollte er nur den zu Schlag haben! Irgendwann ging es hier nicht mehr um die Wiederholung! Ich mach das nie wieder, Digga. Nee, ich auch nicht. 13. So, Junge! Wie so ein Pferd, Digga. Der war pervers, Digga. Ich war tot. Junge, du hast mich so eklig geschlagen. Der war ja nicht pervers, Digga. Ich dachte mir auch, ey. Er wollte zu sehr. Man hat's gesehen. Ja, hat schon so richtig gewackelt auch. Oh mein Gott.
So, Freunde, wir sind jetzt durch mit dem Training, Digga. Meine Beine, Digga, ich kann nicht mehr stehen. Ich will nicht reden, Digga. Ich habe keine Kraft. Ich will nicht mehr reden. Ich hatte ganz kurz Glücksgefühle im Gym, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr auf mein Leben. Wir sagen euch, im Büro, wie es war. Aber vorher gehen wir noch zur Rewe, ne? Und dann den Thunfisch-Shake. Yes. Geil. Und dann bereiten wir den auch noch vor. Ja, Mann. Also, bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt wieder zurück im Quartier. Schon mal alles hier vorbereitet. Digga, Jungs, was ist los mit dir? Tot, Digga. Ich bin full motiviert wieder. Ich könnte nochmal Markus Rühltraining machen. Spaß. Richtig Matsch. So, jetzt gibt's den Proteinshake, ne? Von ihm. Ich würde lieber nochmal das Training machen, als das jetzt zu trinken. Echt? Nein. Doch, 100%. Nein, Bruder. 100%. Ich bin gar nicht so, was sowas angeht, kann ich gar nicht machen, Mann. Scheiße. Okay. Für diesen Proteinshake braucht man 300 bis 400 Milliliter Wasser. Warmes Wasser. Aber wie kann man warmes Wasser? Fass mal an, Digga. Anstatt dass eine Abkühlung ist, ist das einfach eine Folter. Dann Thunfischfilet ohne Öl, also im eigenen Saft. Das finde ich nicht schlimm. Also das esse ich hier auch. Also bei mir ist immer Thunfisch in Sonnenblumenöl, bin ich ganz ehrlich zu euch. Das schmeckt halt gerade, ja. Sag mal. Nein, muss diese Suppe mit rein? Ja. Die Soße? Ja. Muss ehrlich? Im eigenen Saft, ja, der Saft muss mit rein. Was redest du? Nein, ich hab's Angst. Ich kotze. Das sieht so... Ey, ich geb 10 Was Euro, redest? Wenn du das so trinkst jetzt. Niemals, Mann. Aber du bist dumm, du musst sowieso gleich trinken. Hättest du noch 10 Euro bekommen. Ja, Mann. Verpiss dich, das trinkt doch kein Mensch. Kein Mensch, der nicht auf Testo ist, trinkt das. Oh mein Gott. Das sieht einfach aus wie vergammeltes Wasser. So, aus dem Meer. Aus der Alster, genau, dann kriegst du genau. Die Dose hat insgesamt irgendwie 40 Gramm Proteine. Wir machen einmal mit Reiswaffeln und einmal ohne, weil er hat das irgendwie mit zwei Rezepten gemacht. Oh, ich kotze gleich. Was ist das? Salz und Pfeffer. Ah, okay. Ich hab ein bisschen vermixt schon mal. Damit wir auch ein bisschen Geschmack haben, ne? Tomatenmark. Wie viel aber? Keine Ahnung. Wie? Keine Ahnung. Digga, da stand da. Keine Ahnung. Eine Dose Thunfisch, keine Ahnung, wo schon war. Aber was hast du jetzt gemacht? Ein Spritzer? Ja, ein bisschen. Ich weiß nicht, magst du spritzen, ne? Oder? Bro, das explodiert einfach gleich. Ich glaub auch, Digga. Ey, das explodiert ehrlich, Mann. Oh mein Gott. Aber auf einmal sieht das lecker aus. Das stinkt so doll, Mann. Ja, aber so sieht's aus wie so ein Erdbeersmoothie oder so. Junge, das sieht nicht aus wie ein Erdbeersmoothie, Mann! Das riecht gar nicht so schlecht, bin ich ehrlich. Ja. Delizios. Wollt ihr mehr Tomatenmark? Nee, ist gut. Bruder, du tust, als ob hätten wir schon probiert. Noch ein bisschen Tomatenmark gefällig. Ja, mach mal noch einen Schuss Tomatenmark rein. Spritz Salz. Ey, ist ohne Stückchen doch. Oh mein Gott. Boah, das kann doch kein Mensch trinken, Mann. Das ist widerlich. Oh, hast du ein Stück gesehen? Oh. Irgendwie freue ich mich drauf. Ja, Mann, Digga. Ja, alles gut. Ja, Mann. Das Kleinste. Ah, da sind wir jetzt ein Stückchen drin. Ah. Ah. Taste-Test, Digga. Das hat sich echt hier noch mal richtig vermixt. Warum ist das so schäumig, Mann? Das Ding ist, an sich, ich glaube, es schmeckt nicht eklig, aber die Vorstellung, dass es Thunfisch ist, das ist das. Es wäre, jetzt wird mich jetzt richtig flashen, wenn ich jetzt sage, Schoko-Zitrone. Schoko-Zitrone. Also nicht richtig umhauen. Das muss nicht schmecken, es muss wirken. Die Echsen, ne? Echsen? Bist du bescheuert? Echsen, ja. Komm mal hier. Prost, ja komm. Prost. Auf euch. Ich bräuchte noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Hat das jemand da? Pfeffer mit, Mann. Kann das nicht essen, Digga. Was ist euer Problem? Bist du eklig, Numm, Digga? Hä? Numm, du bist richtig. Willst du nur Pfeffer? Numm ist so ein Wichser, er hat so genossen, Digga. Du bist so ein Widerling, Digga. Wie kannst du? Der ist doch Blumenerde, das ist kein Ding. Digga, er ist so. Aber es ist nicht so abartig, aber es ist einfach, glaube ich, diese Vorstellung. Es ist so, dieses Warme, weil man trinkt nichts Warmes. Dieses Warme. Man trinkt kein Thunfisch, Digga. Serios? Ey! Ist was leer, Digga. Komm, gib ihm. Oh.
Digga. Es schmeckt wirklich nicht so schlimm, aber dieser Gedanke Thunfisch und dieses Stückchen vom Thunfisch. Warum macht man sowas? Weiß ich auch nicht. Dann isst man doch, oder ist es. Nein, trinken geht viel schneller, ich kann den schon verstehen. Du schluckst einfach ein paar Mal runter und machst du es. Ja, aber warum macht man etwas Leckeres eklig? Man kann doch essen. Ist doch nicht eklig. Es ist nicht schön. Ich finde das nicht eklig. Es ist aber auch nicht schön. Es ist aber würdest du lieber gebratenen Thunfisch essen oder das trinken? Den kannst du nicht braten, den Thunfisch. Doch. Das bockt doch nicht so. Natürlich. Guck mal, wie schnell der weg ist. Du hast 40 Gramm Protein. Boah, das ist ganz schön. Ja, aber essen ist doch was Genussvolles. Man kann doch entspannt essen. Wenn man mal keine Zeit hat, okay, aber wieso? Auf den, nach dem Training, ich esse immer entspannt. Ja, aber so, klar, während der Arbeit ist das. Okay, ich finde es auch jetzt nicht abartig, aber es muss halt nicht sein. Ja. Dann mache ich mir lieber einen Skier-Shake. Habe ich sogar noch mehr Proteine. Es schmeckt gut. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Ehrlich. Es gibt keinen Grund. Das ist ja, Marketing. Okay. Das ist Marketing. Marketing? Das ist Marketing, Mann. Aber warum verdient er damit gar nichts? Wenn Leute Thunfisch irgendwann was kaufen. Ja, sein Name. Thunfisch-Shake Markus Krüger. Guck mal, ich habe noch nie ein Video von ihm gesehen. Ich kenne Thunfisch-Shake von Markus Krüger. Bro, was machst du? Gib mal rein. Digga. Er macht Show. Hier, so weit die Kamera an. Ja, er verarscht. Das ist Show für er euch. Macht so viel Klicks, Digga. Er macht so viel Klicks. Oh! Digga, weißt du, wie es aussieht? Das ist so, wenn ich Durchfall habe, sieht das aus. Kommen wir zum Training. Das war die Hölle. Das Training war echt Beintraining krass. War katastrophal. Hart. Aber. Ich glaube, wir spüren. Also, jetzt hört es so langsam auf, ne? Mit dem Pump und alles drum und dran. Man kann wieder gehen. Aber morgen und übermorgen. Übermorgen wird es so krank. Schlimm, Digga. Gottlos. Schlimm. Gottlos. Ja. Ich fand das Beintraining aber sehr, sehr quaddominant. Also vorne habe ich viel mehr Muskelkater als hinten. Ja, jetzt schon Muskelkater. Ja, gefühlt schon. Ja, ich weiß, was du meinst. Und Arsch und Waden haben wir zum Beispiel gar nicht trainiert, ne? Geht da abends nochmal, leg den. Bro. Was ist? Hast du ihn gerade auch so reingespritzt? Also ja. Ihr könnt es ja mal gerne ausprobieren. Macht es einfach nicht. Also ich würde es euch nicht empfehlen, um ehrlich zu sein. Ich würde es euch auch nicht empfehlen. Doch, Digga, macht das. Macht es, macht es. Und sagt uns, wie es gewesen ist. Ja. Ich hab so einen Scheiß. Oh mein Gott, meine Beine fühlen sich an, als wenn die meinen ganzen Körper gerade auffressen. Ja, Mann. Dieses Beintraining hat mir schlechte Laune gemacht. Ich schwör's dir, dieser Shake noch viel mehr, Digga. Und er macht ihn so mit Liebe, Digga. Das Ding ist, ich muss sowas probieren. Ich muss wissen, ob das schmeckt, weißt du? Ja, nein, weiß ich nicht. Was ist der Unterschied zu einem Whey Protein Shake? Gar nicht, ist viel günstiger. Was? Das hier. Und zu einem Skier, selbstgemachten Skier-Shake. Und früher gab es keine Shakes. Aber jetzt gibt es die. Ja, jetzt gibt's die. Ich bin so traurig, dass ich das mit euch gemacht habe heute. Wieso? Das war deine Idee, Bro. Ja, das macht mich noch trauriger. Kann man etwas mit so voller Überzeugung machen? Ja, du musst nochmal, da waren noch. Ist egal. Ist egal! Kannst du mal nur bei dir einchecken, danke. Gut. Oh shit. Was denn? Bisschen besser. Es ist okay. Er hält dieses Glas wie ein Dom Perignon, was 7000 Euro gekostet hat, Digga. Ja, aber das ist ja die Frage. Würdest du es nochmal machen? Deswegen, ich packe auch meine Haferflocken in den Mixer, weißt du? Ich bin so ein Mixer. Ja, das ist okay. Haferflocken im Mixer ist was Normales. Ja. Aber warum warmes Wasser? Das ist so ekelhaft, Digga. Du musst erklären. Ich will deine Denkweise verstehen. Du redest das so ein bisschen gut. Also, du würdest es machen. Ich würde es machen, wenn ich das zu Hause hab so und keine Proteinquellen. Aber gut. Natürlich würde ich auch einen Shake oder einen Proteinpudding oder einen Skirr bevorzugen. Oder Reiswaffel. Thunfisch auf Reiswaffel packen. Und ein bisschen also Tomatenmark als Aufstrich. Oder sollen wir das machen? Spaß. Ja. Naja, auf jeden Fall probiert's aus, Leute. Ja. Das war. Ich bin tot. Der Leg Day hat mich gekillt. Ehrlich, ich bin richtig K.O. Also, das wär's dann erstmal fürs Video. Ja, Mann. Falls euch das gefallen hat, dann gebt ihr ein Like. Folgt mir Steven. Schreibt noch in die Kommentare, was wir noch so machen müssen sollen. Safe. Ne? Leuten. Aber nicht so schlimm. Von wem wir noch das Training machen sollen. Und das Essen vielleicht essen sollen. Genau. Aber vielleicht nicht so Horror-Training. Also. Nice. Ich glaube, das war schon das Schlimmste, was es gibt, oder? Also Rock und so. The Rock aber so an Essen. So. The Rock macht nicht so ekliges. Oder ist der Steine? Okay. Steven weiß ja nicht, wer The Rock ist. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Guys. Peace out. So, Nummer hat hier schon fleißig abgeräumt, Digga. Und er trinkt einfach freiwillig
obwohl die Kamera aus ist, noch weiter. Ja, das Zeug muss weg. Ich schmeiß sowas nicht weg. Ja, das ist gut. Ja. I like it. Das kannst du hier gleich auch noch so. Einfach so. Naja, das war's vom Video. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Wir haben noch ein geiles Video mit Steven gewählt. gedreht. Da haben wir die unter anderem, was haben wir? 3 neue Foodtransports in Hamburg getestet. Ja. Oh. Und da war ein Restaurant 10 von 10. Ungelogen. Ja. Das war geil. Okay, außer dein Getränk. Aber das könnt ihr in dem Video sehen. Checkt's ab, ist in der Endcard und in der Beschreibung und bla 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 irgendwo. Okay, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wir hatten Spaß, es war anstrengend, aber irgendwo war es witzig. Ja. Ne? Und lecker. Oh, widerlich. Na gut, dann schaltet auch beim nächsten Mal ein. Like das Video, abonniert uns, abonniert ihn. Abonniert die. Die sehen uns beim nächsten Mal.